Also entweder würde ich jetzt heute das letzte Mal so richtig hart saufen. So, Franz, dein Motto, jetzt kannst du noch mal. Rauf erstmal morgen, Digga. Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Wir haben es Freitagmorgen. Dementsprechend geht es jetzt gleich ins Push-Training. Ich mache mir vorher mein Pre-Workout-Meal. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da hinten so ist auch schon ein Teil von meinem Essen fertig. Was ich nach dem Training esse, als auch mein Intra-Workout, als auch Booster, alles andere ist eigentlich schon ready. Ergo, ich muss jetzt mein Pre-Workout-Meal mir reinziehen und mich noch ein bisschen umziehen, weil... Yeah. Wir haben drin 320 Milliliter Wasser. Da drauf kommen gleich 80 Gramm Rice-Meal. Das wird dann erstmal eingerührt. Dann kommt da gleich noch ein bisschen Whey zu und dann war es das eigentlich auch schon. Aber erstmal gucken wir, dass das Zeug hier aufkocht. Und jetzt sieht man, das Ganze kocht schon einigermaßen, zumindest es dampft ist. Und dann geben wir hier jetzt das Rice-Meal hinzu und verrühren den gesamten Quatsch einmal. Dann nehmen wir hier gute 40 Gramm Whey. Das sieht doch passt gut aus von der Konsistenz her. Eine gute halbe Packung von den Mangostücken rein. Mir fällt gerade auf, ich habe mit den Jungs gleich noch einen Termin. Also ich treffe mich gleich mit dem André und mit Melana zum Training. Ich habe noch 7 Minuten zum Essen. Das werde ich nicht hinbekommen. Also zum Essen, Tasche packen und runtergehen. Sorry Jungs, ihr müsst halt warten. Ist schon ein bisschen traurig, ja. Kleiner Zwischenstand dazu, wie der Aufbau bis jetzt läuft. Ich habe seit Berlin, also seit 3 Wochen. Wir waren ich in Berlin etwa 77. Aktuell pendel ich immer so um die 79 rum. Mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Ergo, 79 Kilo auf 1,73 Meter ist nicht ganz so kacke. Sieht nur kacke aus, wenn nur die Arme so dünn sind. Wie meine? Meine Fresse, sehe ich unfassbar asozial im Unterhemd aus. Sekunde. Heute Abend gehen wir ins Bootshaus. Ich hoffe, ich komme rein ohne Perso. Wenn nicht, dann wird das ein sehr lustiges und für mich sehr deprimierendes Video. Willkommen, Jungs, im McFit. Das ist Lennart. Ja. Lennart hatte gestern Geburtstag. Hallo. Das ist André. André hatte nicht Geburtstag. Nee, ich hatte nicht Geburtstag. Aber André hat mir ein tolles Taxi geschenkt. Weil du eventuell immer das Taxi machst. Richtig. Wir sind gerade beim Aufwärmen. Bisschen Scapula Press, bisschen Dead Hangs, bisschen Schulter warm machen. Und dann Butterfly. Haben Sie noch etwas Produktives zu sagen? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Trainieren bis zum Muskelfaserriss. Was? Okay. Hör mal auf, Digga, ich hab's voll unangenehm. Wer leckt mich doch am Arsch? Was ist denn das? Die Jungs sind das noch nicht so gewohnt, einfach eine Kamera in die Fresse gedrückt zu bekommen. Ihr drückt lieber Sachen in die Fresse, ne? Wir machen jetzt tatsächlich Butterfly vorne weg, weil wir zuerst die Brust treffen wollen, weil manche Leute, so wie ich, ganz gerne mal das Problem haben, dass ihnen auf der Bank zuerst die Schulter oder der Trizeps abschmiert. Und mit manchen Leuten meine ich so irgendwie 80-90% der Bevölkerung, den schmiert zuerst irgendwas anderes ab, bevor ihnen die Brust zumacht auf der Bank. Deswegen zuerst Butterfly, um wirklich sicher zu gehen, dass wir zuerst die Brust belasten und Priorität auf die Brust legen. Dementsprechend, nicht so gut. Got the shit on lock, I'm a fucking boss. Keep up 100 or more, I got the keys to the door. Der Mann hat noch nicht die neuen ERAs probiert. Probier die neuen ERAs. Da ist Wassermelone drin. Oh, ist geil. Gib dem Mann die Wassermelonen. Das schmeckt nicht so super überladen. Boah, das ist geil, Digga. Weißt du, wie das schmeckt? Wie irgend so ein Eis, was man früher gegessen hat. Na, der letzte nicht ganz. Ich weiß, warum er das macht. Er will sich nachher im Bootshaus ausziehen, will dafür noch schön geschwollene Titten haben. Ich hab mich sowas von nachher im Bootshaus ausziehen. Einfach nur, damit alle doof gucken. Das geht nicht. Das ist ein Verbrechen. Weil ich muss echt sagen, seitdem ich jetzt ein bisschen schwerer bin, letztes Video habt ihr gesehen, wo ich meinen Formcheck gemacht habe und ich bin noch mal ein halbes Kilo schwerer. Fühl mich wohler. Schön. Also so langsam komme ich auf ein Wohlfühl-KFA. Also ich habe gerade eine Umsatzzahl von Powerstage bekommen und es gibt immer noch Leute, die mit Thunfisch 10 einkaufen. Der neue Code ist ohne Zahl hinten dran. Einfach nur Thunfisch. Damit bekommt ihr auch immer den besten Rabatt. Zum Beispiel haben wir zwischenzeitlich sowas wie 20% Aktion. Wie heute ist der letzte Tag, also macht keinen Sinn, mein Video zu erwähnen. Mache ich gerade trotzdem. Aber da bekommt ihr immer zum Beispiel so 20% Rabattaktion und nicht nur 10%. Deswegen wählt immer den normalen Code Thunfisch, da bekommt ihr besseren Rabatt. Also habe ich das jetzt richtig verstanden. Du sollst heute Abend nicht. Mhm. Du fährst. Ich fahre, genau. Ich werde damit die Entscheidung alleine gelassen, ob ich jetzt alleine saufen möchte. Also entweder würde ich jetzt heute das letzte Mal so richtig hart saufen. So Franz, dein Motto, jetzt kannst du noch mal. Aber das macht dann halt keinen Sinn, wenn der mal nüchtern ist. Und ich ihm halt irgendwie keine hässliche Uschi andrehen kann. Hanni, die ist auch voll hübsch. Wir haben unsere 8 Sätze Butterfly jetzt durch. Ich habe 6 und du hast 4 gemacht. Also ich habe einfach 2 Sätze geskippt, weil ich habe Bock auf Bankdrücken. Ich auch. Ich habe übrigens vorhin mal nachgeguckt, wo ich etwa vor einem halben Jahr vom Gewicht her stand. Ne? Also im August hatte ich 73 und heute habe ich einfach 79,2 gehabt.
nach so 6 Sätzen Butterfly sind 80 Kilo schon schwer, ey. Ich habe jetzt meinen normalen Arbeitssatz gemacht mit 80. Ich habe einen schweren Topset gemacht mit 90. Und jetzt habe ich nochmal Kindergartengewichte in Form von 70 Kilo drauf und gucke, dass damit noch einiges geht. Was sagen Sie dazu? Dein Kindergartengewicht ist mein One-Rap-Max mit dem Arsch an der Decke. Das ist für mich Bodybuilding. Gut. Immer die vordere Schulter, die versagt bei mir. Es ist unfucking fassbar. Von der Brust komme ich gut weg. Oben komme ich gut raus. Aber so ob der Hälfte ist so, nee. Deswegen mache ich auch diese komischen Half-Raps, damit ich genau unten im Bereich arbeiten kann. Vernünftig. Bin mir nicht sicher. Drei. Oh, das war jetzt irgendwie die Schmerzgrenze. Der hätte mindestens noch 5 geschafft. So, wir machen jetzt Seitheben. 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 Für Schultern. Ja, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Trizeps für den langen Kopf. Da muss auch noch mal hier über den Kopf gehen. Und dann Köpfe, das macht dicke Arme, André. Willst du dicke Arme oder willst du keine dicke Arme? Ich will dicke Arme. Ich bin noch natural. Ich habe gerade mit dem ganzen Stack 12 Wiederholungen gemacht. Ich muss mir das überlegen für die nächsten Male irgendwie. Keine Ahnung. Trizeps vorm Körper mit der SZ-Stange. Ganz einfach hier für dicke Arme und so. Und jetzt machen wir noch mal für dicke Arme Trizeps über den Kopf, weil dicke Arme. So, Jungs, oh, ist das hell. Was guckt ihr da? Warum sein Auto so hoch ist? Hinten sitzt er richtig eingesackt, weißt du? Vielleicht kein Auto vom Polenmarkt kaufen. Polenmarkt? Machen wir heute noch leer, ne? So, fertig mit Training. Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich geh jetzt gleich nach Hause. Ich hoffe mal, ich bekomme sowas wie eine Dusche über meinen Körper. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Weiber im Boothaus stehen da drauf. Warum ist das so wahr? So, jetzt gibt's bei mir noch im Gym mein Post-Workout-Meal von meinem neuen Coach mir aufgetragen. Dementsprechend haben wir hier 100 Gramm Rice Krispies. Hier ist ein bisschen Milch mit Wasser drin. Also 50-50 Milch und Wasser, laktosefreie Milch. Hier haben wir nur Wasser drin. Und hier sind 40 Gramm Whey drin. Das ist jetzt mein Post-Workout-Meal, also 40 Gramm Whey und 100 Gramm Rice Krispies und 150 Milliliter Milch. Ich futter jetzt und dann gibt's gleich zu Hause die nächste Mahlzeit. Dieses Meal, wenn damit. Mahlzeit ist jetzt drin. Auf jeden Fall gibt es jetzt für mich meine Daily Supplements. Aber dann gehe ich jetzt ins Bootshaus und joa, dann gib ihm. Also, die Jungs sind jetzt rein. Offensichtlich sind wir bei einem hochqualitativen Restaurant gelandet. Und dann geht es gleich zum Bootshaus und dann gucken wir mal weiter. Dadurch, dass aber erst das erste Interessante wirklich um 12 anfängt, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen draußen rumpimmeln. Mal gucken. André? Ja? Hast du Bock? Worauf? Natürlich hab ich Bock, Digga. Darauf erstmal morgen, Digga. Ja, das ist alle gleichzeitig. Kohlensäure macht das nicht besser. Nein, ja, gerade. Jo, das war's dann halt auch mit dem Feierabend. Abend, an dem ich feiern war. Egal. Ist nämlich doof, dass ich ja immer noch keinen Perso habe. Bin wieder nach Hause gefahren, ne? Ich war 2 Radler deep into the evening. War eine Scheiße. Mein letztes Mal saufen ging absolut schief. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt alle mit meinem Code eingekauft. Ich hoffe, ihr dresscoopt alle heute noch den Selfish. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Das nächste Video wird sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe was Tolles für euch geplant.